Der taucht so krass hinten ein, ne? So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht weiter im Text. Und zwar heute haben wir den SLS AMG dabei. 6,3 Liter, 538 PS, 650 Newtonmeter. Angelehnt ist der SLS an das Uhlenhaut-Coupé von 1954. Uhlenhaut-Coupé, denke ich, ja, das ist ein ganz cooler Name, aber wofür war es denn wirklich bekannt? Und zwar genau hierfür. Schau mal. Die Flügeltüren. Schon ein sehr, sehr besonderes Highlight, weil ganz ehrlich, wenn du so aussteigst und kommst irgendwo an, bist du ja schon so ziemlich der Chef. Selbst in Texas. Vom ganzen Aufbaukonzept ist es ein sehr besonderes Auto. Und zwar haben wir einen Frontmittelmotor, was es so eigentlich relativ selten gibt. Ich mache mal die Haube eben auf. Und zwar. Der geht ja noch weiter, ne? Uiuiui. Aus wie Krokodil. Auf jeden Fall. Wie wir sehen können, wenn das jetzt die mittlere Achse ist, vorne durch die Felgen durch die Mitte der Felge, sitzt der Motor ja ganz, ganz deutlich hinter der Vorderachse. Wie man hier sehen kann, der Block ist auf der Höhe ungefähr vorbei. Das heißt, von der Gewichtsverteilung ist das sehr, sehr ideal. So, wenn wir den Motor jetzt so von der Positionierung her sehen, würde man immer denken, ja, das Getriebe müsste ja eigentlich dahinter sein. Ganz ehrlich, Leute, das ist es gar nicht. Weil das Armaturenbrett ist ja auch direkt dahinter. Und so ein Getriebe bei so einem großen Motor, um das Drehmoment von 650 Newtonmeter auszuhalten, wäre ja bestimmt so ein Apparat. Wie sehen wir das Maß? Und gehen hier hin. Das ist ein Transaxelsystem. Front-Mittelmotor, Transaxel hinten. Was bedeutet, die Gewichtsverteilung ist 57 zu 43. Bedeutet, das Auto ist sehr ausgewogen vom Fahrverhalten her. Die ganze Entwicklung ist, aufgepasst, das erste selbstentwickelte Auto von AMG. Ganz genau. Aber all das Gerede ist ja wirklich schön und gut. Aber ich finde, Philipp, bist du mal sowas gefahren? Bist du mal von SLS? Nee. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren mal. Wir fahren standesgemäß. Wir sind ja hier voll auf dem Land. Warte. Also ist wirklich, nebenbei, wir sind hier auf der Sky Ranch. Mitten in Texas. Und glaubt mir, Leute, man denkt immer, Texas sei super warm. Ich habe nicht umsonst einen Pulli an. Und ganz kurz, wir schwenken einmal rüber. Ihr seht, wie die aussehen. Ich bin zu kalt angezogen. Definitiv. Obwohl es Texas ist. Und man denkt immer, Texas, die ganzen Cowboys, Sonne und sowas. Nee, es ist ehrlich richtig kalt. Aber nicht zu kalt für den Kollegen. Auf geht's. Wir sind ja in dem S-Coupé zusammengefahren. Ja. S-Coupé heißt ja auch 63er. Ja. Ist aber ein 4 Liter V8 Biturbo. Ja. Das hier ist auch ein 63er. Aber es ist ein echter 6,3 Liter V8 Sauger. Das heißt, die beiden Charakterunterschiede von den Autos sind jetzt wirklich brachial. Wenn wir gleich, jetzt sind wir auf dem Schotterweg noch, wenn wir gleich einmal Gas geben, merkst du direkt, aber wirklich direkt, eine unheimlich hohe Aggressivität. Okay. Weil der Motor seine Leistung aufgrund der Verdichtung holt. Ne? Der Turbomotor an dem S-Coupé hat etwas weniger Verdichtung. Und wenn der Motor hochbeschleunigt, produziert er Ladedruck durch die Abgase. Und der Ladedruck macht die Kraft. Hier haben wir keinen Ladedruck. Null. Wir haben ja einen reinen Saugmotor. Das heißt, der Kolben fährt etwas höher in dem Rennraum und verdichtet das Luft-Benzin-Gemisch noch vehementer. Okay. Und produziert somit direkt aus dem Drehzahlkeller gleich Kraft. Das werden wir gleich sehen. Ist das brachialer? Ja. Also es ist viel, viel wilder. Dafür hat er aber obenrum wieder etwas weniger Kraft. So, offizielle Straße. Seid ihr bereit? Okay, ich halte mich. Okay. Du merkst halt, dass die Kraft direkt da ist. Direkt, aber genau gegenläufig. Obenrum wird sie etwas schwächer, wo der Turbomotor richtig Kraft hat. Und hier ist es genau andersrum. Ah, das ist schon krass.
Ja, ist echt krass. War ja auch für kurz, wenn es mich beschäftigt hier. Alter! Ist halt klangmäßig mega geil, ne? Guck mal. Der taucht so krass hinten ein, ne? Wir können auf das Thema Traktionskontrolle mal eingehen, weil das ist super interessant. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, so, wir machen die mal ganz aus, okay? Jetzt ist die Traktionskontrolle ausgeschaltet zu 100%. Und wenn das Auto jetzt steht und du losbeschleunigst, dann werden jetzt die Räder massiv durchdrehen. Wir können es einmal demonstrieren. Ich mach das sehr ungern. Ne? Ich freue mich. Ja. Ja? Du merkst, dass die Räder der Blick, dass die Räder komplett durchdrehen. Wenn die Traktionskontrolle eingeschaltet ist, wie erkennt das Auto das und was macht das Auto dann genau? Du hast ja Raddrehzahlsensoren, die zählen die Radumdrehung an jedem einzelnen Rad. Mhm. Und diese Raddrehzahlsensoren sind gekoppelt an ein ESP oder an ein System, was das regelt. Und das System weiß auch, wie viel Motorlast ich gebe. Jetzt sieht das System, boah, der gibt 100% Gas, also 100% Drosselklappe gibt der. Und die Kraft geht ja nicht an die Vorderräder. Die vorderen Räder haben nur die Aufgabe zu rollen. Das heißt, die werden keinen Schlupf produzieren bei der Losfahrt. Die werden einfach losrollen, wie so ein Fahrradreifen. Und die hinteren Räder bekommen die ganze Kraft. Die ganzen 580 PS knallen da voll hinten drauf. Und dann zählt er einfach und merkt so, wow, wir haben uns hinten 10-mal gedreht und vorne einmal. Ja. Something is going wrong. Das heißt, dann nimmt er das wieder zurück, die genau. Kraft? Genau. Okay. Nicht nur die Kraft, sondern er macht mit einzelgesteuerten Regeleingriffe an die Bremssysteme. Und so funktioniert so ein System. Und dann weiß er, okay, jetzt drehen wir uns vorne schon pro Sekunde so und so viel mal. Wir lassen ihm mal so und so viel Schlupf zu. Das sind diese Handling Modes. Ah, okay. Es gibt ja einmal ganz aus, es gibt ganz an und dann gibt es ja dazwischen noch so Systeme. Wenn dieser Bereich dazwischen eingeschaltet ist, dann ist das so, dass er sagt, pass auf, ich lasse ihm 20% schnellere Hinterachse, lasse ich ihm zu. Jetzt beispielhaft gesagt. Mhm. Oder wenn ich jetzt in eine Kurve reinfahre, dann dreht das äußere Rad sich ja schneller als vielleicht das innere Rad. Und so werden die Systeme immer klüger und die Autos werden immer intelligenter und verstehen, ah, der fährt gerade eine Kurve, weil das Auto weiß, da ist ein Lenkwinkelsensor, der erkennt, dass das Herrchen gerade um die Kurve fahren will. Mhm. Und somit weiß er auch, ich muss jetzt etwas vorsichtiger sein, wenn ich um die Kurve fahre, weil er kann sich wegdrehen. Beim Geradeausfahren zum Beispiel ist wieder ein bisschen lockerer angesagt. Okay. Mit welchem Auto kann man das Fahrgefühl jetzt so, mit welchem anderen Mercedes kannst du das vergleichen? Uhlenhaut-Coupé. Okay. Warum? Guck mal, wo wir sitzen. Das ist so ein majestätisches Fahrgefühl. Wir sitzen ja wirklich, guck mal, hinter uns ist nicht viel Auto. Ja, nach der Scheibe, da kommt nicht mehr viel. Nee, siehst du das? Na, eine GoPro. Genau, da kommt eine GoPro, nächste Alcantara und ein kleiner Kofferraumdeckel. Guck mal nach vorne. Genau. Das ist einmal ein sehr, sehr eigenes Fahrgefühl und auch ein eigenes Fahrerlebnis. Weil wenn du jetzt so durch die Kurven fährst, ich lenke da vorne die Räder. Siehst du? Also die, so am Anfang der Haube, da vorne ist meine Lenkkraft. Das heißt, du hast immer das Gefühl, dass du dem Auto zuguckst, wenn du durch die Kurve fährst. Ja. Ne? Du fährst ja, du fährst vorne, aber ich gucke zu, wie er so durchfährt. Ah, so machst du das also. Und du bist relativ weit weg. Sehr schönes Fahrgefühl. Sehr elegant. Schon schnell. Das ist echt schnell. Muss man echt sagen. Also es ist wirklich, wirklich schnell. Und wenn ich bin jetzt lange keinen 6.3er V8 mehr gefahren. Ich will es nicht zugeben, aber der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also ich bin ja immer Dr. Turbo und immer Aufladen, immer Nahdruck. Ja, deswegen. Aber schon geil. Also es ist halt immer Kraft, ne? Was man aber merkt, wo die Zukunft wirklich gekommen ist, das Lenkgefühl auf der Vorderachse ist nicht zu vergleichen mit einem modernen Auto. Gar nicht. Das Lenkgefühl ist etwas leer. Ne? Wenn ich jetzt hier so reinlenke, habe ich relativ wenig Lenkgefühl, also Feedback von der Straße, im Vergleich zu dem SQP zum Beispiel. Das SQP sagt mir exakt, was da vorne los ist und die Vorderachse ist etwas, ja, einfach dem Baujahr entsprechend. Das war damals einfach so. Mhm. Wie gefällt dir das denn so? Also wenn man jetzt so, also, fühlt sich das sicher an? Wäre es was du haben willst? Also ich finde es überragend geil.
Aber ich glaube, dass das für mich persönlich einfach zu groß ist. Ich glaube, wenn ich damit irgendwo vorfahre und ich steige aus so einem Auto, du weißt, was ich meine. Also, ja, wenn man das so ehrlich sagen darf. Ja, verstehe ich. So, wir fahren mal eben zurück. Bis gleich. Wie war's? Sehr, sehr, sehr geil. Also Nackensteifheit, aber sonst alles gut. Ich meine, dir. SLS fahren ist ja jetzt nicht jedermanns Sache. Ne? Das passiert ja nicht jeden Tag. So, was fahren wir als nächstes? Nach Hause. Nee, noch nicht ganz. Nee, okay. Eine Sache kommt noch. Ein Leckerli. Bleib dran. Tschüss.